Ja, Herr Kardinal Marx, herzlich willkommen bei uns hier im Pressezentrum in Leipzig. Sie haben sich ja gerade einen kleinen Eindruck verschafft. Wie finden Sie es hier? Wie gefällt es Ihnen, unsere Arbeit? Machen wir das gut? Sieht sehr gut aus, ist also aufgeräumt und es sind Räumlichkeiten eben da, um verschiedene mediale Dinge durchzuziehen, eine Pressekonferenz, Gespräche. Also ich habe den Eindruck, das ist eine ganz aktive Truppe, die hier sehr kommunikativ und sehr intensiv zusammenarbeitet. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Hatten Sie schon Gelegenheit, auch ein bisschen über die Kirchenmeile zu gehen, den Katholikentag auch aktiv zu erleben, ja, vor Ort? Ja, bin schon ein wenig rumgegangen. Natürlich bin ich immer an bestimmten Punkten eingeordnet dann auch und vorgesehen. Deswegen muss ich sehen, dass ich meine Veranstaltung auch gut einplane. Mhm. Etwa heute dann die Disputation mit dem Landesbischof oder gestern ein großer Vormittag mit über Wachstumsfragen, Fortschrittsideen. Und dann habe ich zwischendurch eben Zeit, auch mal an den Bistumsständen vorbeizugehen. Ah, ja. Das erwarten die schon auch. Und ich mache es auch gerne. Nicht nur eben als Vorsitzender der Bischofskonferenz, aber auch als Erzbischof von München muss ich ja bei unserem Stand auch vorbeigehen. Stimmt. Und ich war ja in verschiedenen Verpflichtungen. Paderborn ist meine Heimat, da muss ich vorbeigehen. Mhm. Trier bin ich Bischof gewesen. Also ja, es gibt verschiedene Erwartungen. Aber das mache ich gerne, das ist ja eine schöne Erfahrung. Sehr schön, ja. Jetzt feiern wir ja den 100. Katholikentag jetzt und wenn man so ein bisschen in der Geschichte zurückschaut, war es ja nicht gerade üblich, dass die kirchliche Obrigkeit sich auch so mit dem Katholikentag befasst hat. Das Verhältnis war ja eher schwierig in den Anfangszeiten. Was hat sich so damals verändert, Ihrer Meinung nach? Na, es war eine ganz andere Zeit und das, glaube ich, kann man eigentlich so nicht vergleichen, denn es war eine Zeit, in der sich die Katholiken, vor allem die Laien, auch neu organisieren mussten nach der alten Zeit, sagen wir, des Mittelalters und der feudalen Kirche und der undemokratischen Verhältnissen. Es gab ja keine Notwendigkeit, sozusagen kirchliche Verbände zu gründen, politisch aktiv zu werden. Es gab ja nur einfach eine feste Ordnung, die vorgegeben war. Mhm. Und deswegen war es eine sehr große Notwendigkeit, dass die Laien sich organisierten, dass sie aktiv in die politische Gestaltung hineingegangen sind. Mhm. Das war manchen Bischöfen auch neu. Sie mussten sich alle sehr, sehr Schritt für Schritt auf die neue Zeit der Demokratie, die ja noch im Anfang war, die noch nicht vollendet war, auf eine neue wirtschaftliche Situation, auf neue kulturelle Situationen, auf den neuen Rechtsstaat, auf die neue Verfassung einstellen. Mhm. Das ist beiden Seiten, den Laien und auch den Bischöfen, nicht leicht gefallen. Ja. Und wichtig war eben, dass im Laufe der Jahrzehnte bis heute klar wurde, wir stehen zusammen, wir brauchen einander. Die Bischöfe sind nicht Ersatz für Politik und die Laien sind nicht einfach verlängerte Arme der Bischöfe in der Politik und in der Gesellschaft, sondern haben ihre eigene Verantwortung. Aber die Bischöfe haben die Verantwortung, dass man die Prinzipien des Glaubens und der Sozialethik und der Gerechtigkeit im Blick behält, auch in der Politik. Da hat es immer Reibungen gegeben und Spannungen, wie weit geht der eine, wie weit geht der andere, wo respektieren wir auch die jeweiligen Verantwortlichkeiten. Aber ich glaube, da sind wir mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Aber am Anfang war es nicht ganz einfach, da haben Sie recht. Ja. Sie hatten die Wirtschaftssituation damals bereits angesprochen. Jetzt ist es so, die letzten Tage der G7-Gipfel waren in aller Munde. Die führenden Industrienationen haben versucht, sich auf die Herausforderungen der Zeit einzustellen. Welche Antworten bietet die Kirche für die Zukunft? Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir die neue soziale Frage vor 100 Jahren oder 100 mehr als 100 Jahren, aber am ersten Katholikentag war die alte soziale Frage 1848 eine große Thematik. Wie beziehen wir die Arbeiter, die Schwachen mit hinein? Wie können wir langfristig für sie auch eine Perspektive in dieser Gesellschaft aufbauen? Heute ist es ein globales Haus. Die Kirche muss einbringen, das hat der Papst ja in Laudato Si getan. Wir haben ein gemeinsames Haus, einmalig, diese Erde, die wird nicht 100-mal wiederholt, sondern sie ist einmal uns gegeben. Und die haben wir gemeinsam auch zu verantworten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Dinge. Die kann vielleicht nur die Kirche in diese Intensität einbringen. Damit sind noch nicht alle Probleme gelöst. Aber zunächst einmal muss ich das als Bewusstsein klar haben. Die Erde gehört nicht irgendjemand, nicht irgendeinem Land, nicht irgendeinem Wirtschaftssystem, nicht irgendeiner Klasse, nicht irgendwelchen reichen Ländern, die das ausbeuten können, zulasten der anderen, sondern gehört allen Menschen. Und zwar auf Generationen bis zum Ende der Welt hin. Das ist eine ganz entscheidende Perspektive und die ist, glaube ich, erneut und vertieft einzubringen. Das hat Konsequenzen für die Frage der Kooperation, das hat Konsequenzen für die Frage des Klimawandels und was die Politik dann zu tun hat. Das hat Konsequenzen für die Frage der Institutionen, die global darauf ausgerichtet sind, dass die Interessen der Armen, der kommenden Generationen eingetragen werden in den politischen Prozess.
Das muss ja geschehen. Und da hat die Kirche sich immer verstanden als ein, sozusagen als Stimme derer, die sich nicht im Interessenverbund artikulieren können. Da müssen wir, glaube ich, diese Stimme verstärken. Das ist die Aufgabe der Kirche auch. Mhm. Gemeinsame Verantwortung in einem gemeinsamen Haus. Ich denke, eine Aufgabe für die Zukunft, wo sich zeigen wird, was noch weiterhin passiert. Ja. Die Katholikentage sind einfach ein wichtiger Ort, wo das ermutigt wird, dieses Zeugnis der Brüder und Schwestern, der Männer und Frauen, die in Kirche und Gesellschaft arbeiten. Das finde ich deswegen sehr, sehr wichtig und deswegen freue ich mich, dass es 100 Katholikentage gegeben hat und wahrscheinlich hoffentlich auch noch 100 mehr. Mhm. Sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.